Ich wurde gebeten, mich ganz kurz vorzustellen. Ich glaube, das macht auch Sinn, damit Sie wissen, mit wem Sie die nächste Stunde verbringen müssen. Mein Name ist Erik Toss. Wie Sie hören, bin ich kein Schweizer. Ich komme aus Deutschland, bin in Leipzig geboren. Wer schon mal da war, ist eine wunderschöne Stadt. Kann ich nur empfehlen, wer mal in der Nähe ist. Bin 33 Jahre alt. Meine Erstausbildung war Sporttherapeut. Bin dann in die Schweiz gekommen, habe hier noch das Physiotherapiestudium gemacht, arbeite jetzt seit 5 Jahren hier im Felix-Platter-Spital und bin mit 2 anderen Kollegen in der Fachverantwortung Physiotherapie tätig. Das heißt, wir sind vor allem für das Klinische verantwortlich hier im Felix-Platter-Spital. Jetzt haben wir noch einen Gast, der rein möchte. Wenn es für Sie okay ist, ich kann leider kein Schweizerdeutsch schwätzen, ich rede nur Hochdeutsch. Sagen Sie mir bitte, wenn ich ein bisschen zu schnell bin, das ist die Mentalität. Ich tendiere als Sachse immer sehr schnell zu reden und dann einfach die Hand heben, wenn Sie der Meinung sind, ich bin ein bisschen zu flott unterwegs. Das ist der klinische Alltag, ich kann es nur schwer abwerfen. Okay? Sehr gut, dann starten wir doch gerade, wenn der Pointer funktioniert. Jetzt, genau. Bevor wir überhaupt über das Thema Mobilität im Alter reden, macht es vor allen Dingen Sinn, dass wir mal kurz darüber reden, was Mobilität überhaupt bedeutet. Da habe ich für Sie mal eine Definition rausgesucht aus dem Internet. Das Vermögen eines Lebewesens, sich fortzubewegen und unterschiedliche Haltungen einzunehmen. Das ist mal sehr allgemein gehalten. Ich hoffe, am Ende der Präsentation wird es für alle für Sie vielleicht ein bisschen spezifischer. Ich habe dort auch 2 Bilder Ihnen gezeigt oder hier vorgetragen. Das ist einmal ein 85-jähriger Herr, der läuft momentan Marathon. Und dann haben wir eine, ich vermute mal, Anfang 60-jährige junge Dame mit einer Vorerkrankung, die halt schwer ins Bett mobilisiert werden kann. Da haben wir schon 2 Beispiele davon, was Mobilität im Alltag eigentlich bedeuten kann. Ich würde gerne mit Ihnen ganz kurz im Allgemeinen starten. Was sind denn eigentlich so Mobilitätsempfehlungen? Das haben Sie vielleicht schon alle mal irgendwo gelesen bei den Broschüren vom Bundesamt für Gesundheit. Da werden immer so ganz, ganz tolle Empfehlungen ausgesprochen, wie viel und wie intensiv man sich am Tag, in der Woche eigentlich bewegen sollte. Und da sagt man vor allen Dingen, dass man ungefähr 150 Minuten pro Woche eine mittlere Intensität durchführen sollte. Das wäre vor allen Dingen mal eine Intensität, wo Sie so eine leicht verstärkte Atmung bekommen. Also das heißt so ein bisschen ein schnelleres Spazieren, wo Sie ein bisschen außer Atem sind, aber Sie können immer noch mit Ihrer Nachbarin schön schwätzen. Oder vielleicht auch noch über das nächste, über das Wetter reden. Das sind 150 Minuten pro Woche, wie empfohlen wird. Oder man sagt, ungefähr 75 Minuten pro Woche sollte man eine höhere Intensität wählen für eine regelmäßige Mobilisation. Und eine hohe Intensität ist vor allen Dingen oft mit einem leichten Schwitzen verbunden. Oder vor allen Dingen ein beschleunigtes Atmen. Das heißt, wenn Sie mit ihrer Kollegin spazieren gehen und noch genüsslich miteinander reden können, dann ist es oft wahrscheinlich keine hohe Intensität, dann reden wir eher von einer mittleren Intensität. Deswegen habe ich Ihnen jetzt die Beispiele mal aufgeführt. Meine Patienten, die gehen immer sehr gerne spazieren und dann sagen sie immer, sie haben ganz viel sich bewegt und dann haben sie aber gesagt, dass sie 5 Stunden lang mit ihrer Freundin zusammen geredet haben und dann ist die Intensität wahrscheinlich nicht allzu hoch gewesen. Was auch immer noch empfohlen wird, parallel zum Bewegen, ist vor allen Dingen regelmäßiges Kraft- und Gleichgewichtstraining. Aber das sollte für Sie eigentlich nicht unbedingt irgendwas Neues sein. Das haben Sie wahrscheinlich oft mal gehört, auch in den Medien oder halt in den jeweiligen Referaten. Habe ich für Sie eine Statistik rausgesucht von 2018. Da kann man sich mal anschauen, wie häufig machen diese Leute eigentlich diese Bewegungen oder diese Aktivität. Wir können uns ja mal gerne die Patienten oder die Einwohner der Schweiz anschauen zwischen 65 und 74. Da sieht man, dass ungefähr 1/3 der Patienten oder der Leute, die in der Schweiz leben, eigentlich eine intensive körperliche Aktivität pro Woche machen. Wenn man dann ein bisschen älter wird und ein bisschen erfahrener, wird es ein bisschen weniger. Das sind jetzt hier als Beispiel die Männer. Die Frauen sind dort ein bisschen abgeschlagen. Es tut mir leid für die Damen, die hier im Raum sitzen. Da haben wir die über 75-Jährigen. Die machen ungefähr 13,5% der über 75-Jährigen, bewegen sich intensiv 3-mal in der Woche. Und ich glaube, für viele von hier im Raum ist es klar oder verständlich, dass es mit dem Alter natürlich auch nicht unbedingt einfacher wird, diese Anforderungen gerecht zu werden. Ich gebe Ihnen gerne mal 1-2 Sekunden Zeit, da können Sie selber mal Ihr Alter suchen und schauen,
ob sie, wie viel sie davon wirklich einhalten können. Schnell gesucht? Ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, dreimal in der Woche wirklich eine hohe Intensität zu bewältigen. Das ist wirklich nicht einfach. Ich würde gerne eine Folie weitergehen. Haben Sie sich alle gefunden und gut eingeordnet? Sehr gut. Dann, 2023 kam eine relativ große Studie raus. Da hat man vor allen Dingen mal geschaut, was für Effekte hat denn eigentlich eine regelmäßige Bewegung. Da hat man herausgefunden, dass es vor allen Dingen den Blutdruck senken kann. Wir haben eine Stärkung des Immunsystems. Wir reduzieren das Risiko für den Diabetes Typ 2, das ist der erworbene Diabetes. Wir reduzieren damit das Körpergewicht. Wir können damit unsere psychische Gesundheit vor allen Dingen stärken. Das wird oft auch noch ein bisschen vernachlässigt, aber vor allen Dingen Bewegung hilft gegen Depressionen. Wir können vor allen Dingen die kognitiven Fähigkeiten verbessern, das Risiko für Krebserkrankungen sinkt und insgesamt können wir eigentlich auch eine Reduktion der Sterblichkeit erwarten. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, je mehr Schritte man macht, desto länger lebt man. Das ist eine relativ bekannte Studie von 2022. Je mehr Sie sich eigentlich bewegen im Alltag, desto eher können wir davon ausgehen, dass Sie auch länger leben werden. Das geht auch einher mit einer Lebensqualität. 2008 oder 2012 hat man halt festgestellt, dass es aber auch andersrum sein kann. Das heißt, wir haben heutzutage auch immer noch sehr viele Sterbefälle, die aufgrund von Bewegungsmangel entstehen können. Die Leute bewegen sich prinzipiell einfach zu wenig in der heutigen Gesellschaft und können aufgrund dessen einfach auch sterben. Das ist immer noch der Fall. Das sind jetzt Zahlen von 2008. Ich vermute mal, dass die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden sind. In Zeiten von TikTok, Instagram und YouTube bewegt sich meine Generation wahrscheinlich nicht mehr so viel wie vor einigen Jahren. Aber das ist nur eine Mutmaßung. Vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Ich würde Sie gerne auf ein kurzes Gedankenspiel einladen wollen. Das ist eine Situation, die kennen Sie wahrscheinlich, kennen viele von Ihnen. Ich vermute, einige von Ihnen haben einen Garten daheim oder haben einen Balkon oder haben Enkelinnen, Nichten, Neffen, Töchter, Kinder, mit denen Sie vielleicht im Garten in irgendeiner Art und Weise Zeit verbringen. Sie pflücken die Blumen, sie jäten das Unkraut. Dann kann es aber passieren, und das ist leider nicht so selten, dass wir stürzen und sich den Oberschenkel brechen können. Das ist jetzt ein Beispiel, was haben wir hier im Spital relativ häufig. Patienten sind sehr mobil, sie laufen viel, sie sind sehr selbstständig, dann fallen sie um und brechen sich den Oberschenkel. Was bedeutet das? Sie kommen ins Spital, im besten Fall, sie haben Schmerzen, sie haben Schwellungen, das Bein ist gerötet. Sie haben Bewegungseinschränkungen, das Bein macht weh. Sie möchten das Bein noch gar nicht bewegen, vor allen Dingen, wenn dann auch noch irgend so ein junger Spund kommt wie ich und sagt, jetzt stehen Sie mal auf. Es macht einfach weh. Will man auch nicht. Sie liegen mehr. Sie bewegen sich wahrscheinlich nicht mehr so viel wie vorher. Die Muskulatur baut ab und das relativ schnell. Das heißt, wichtig ist es eigentlich wirklich so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen, damit vor allen Dingen die Muskulatur wieder kräftig wird, oder? Wir haben vor allen Dingen eine Reduktion der Belastbarkeit des Herz-Kreislauf-Systems. Je länger sie liegen, desto höher ist das Risiko für Lungenentzündungen oder für sonstige kardiopulmonale Erkrankungen. Sie verlieren an Autonomie. Sie müssen bei kleineren Geschichten müssen sie jederzeit nachfragen, ob sie bitte Hilfe bekommen können. Die Lebensqualität sinkt dadurch. Und 2018 hat man auch eine Studie gefunden, wo man festgestellt hat, wenn man einen Hüftbruch erleidet, dann steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Lungenerkrankungen und vor allen Dingen die Sterblichkeit steigt. Das heißt für Sie eigentlich, wenn man sich einen Oberschenkel brechen sollte, dann ist es eigentlich das Ziel, so schnell wie möglich auf die Beine wiederkommen, nachdem die Schmerzen ein bisschen weniger geworden sind. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den 85-jährigen Kollegen dort links zurückkommen und die 60-jährige Dame im Rollstuhl. Jetzt ist es so, dass nicht jeder unbedingt gleich mit dieser Fraktur umgeht. Es hängt auch viel davon ab, wie viel Erfahrung Sie vorher haben. Wie kräftig ist meine Muskulatur? Wie gut ist mein kognitives Befinden? Wie gut bin ich sozial angeschlossen? Das sind viele Faktoren, die dort mit reinfallen. Oder wie gut gehen Sie mit dieser Hüftfraktur um? Und da würde ich Ihnen gerne zwei Konzepte vorstellen möchten. Da geht es einmal um die Gebrechlichkeit.
Das ist ein Syndrom. Davon redet man heutzutage vor allen Dingen in der Altersmedizin. Und gerne würde ich mit Ihnen über das Thema Muskelschwund reden und wie man dem am besten gegenwirken kann. Als erstes kommen wir zum Thema Gebrechlichkeit. Ich hoffe, Sie können es alle lesen. Ich habe es versucht, auch aufs Deutsche gerade zu übersetzen. In der Gebrechlichkeit ist ein Syndrom, wo man eigentlich versucht, die Menschen so in drei Kategorien einzuteilen. Wir haben einen robusten, wir haben einen kurz vorgebrechlich, pre-frail nennt man das im Englischen, und wir haben einen gebrechlichen Patienten oder Angehörigen in der Schweiz, der ist frail, gebrechlich. Ich würde gerne mit dem robusten anfangen wollen. Der robuste Einwohner der Schweiz ist eigentlich ein bewegungserfahrener 60-jähriger Mann oder Frau, die halt schon viel Erfahrung hat mit Wandern gehen, sie geht regelmäßig schwimmen. Wenn diese stürzen sollte, kommen wir nochmal zur Hüftfraktur, dann ist es ein Stressor, aber die Person ist so robust und so fit, dass sie eigentlich relativ ohne Probleme gerade wieder aufs Ausgangsniveau zurückkommt. Das hat was mit ihrer Vorerfahrung zu tun. Je mehr sie sich vorher schon bewegt hat und wie kräftig sie vorher ist, desto weniger Probleme hat sie, wieder aufs Ausgangsniveau zurückzukommen. Das ist vor allen Dingen präventiv wirklich sehr wichtig. Kommen wir zum Beispiel zu jemandem, der kurz vorgebrechlich ist, pre-frail. War regelmäßig in Bewegung, ist aber vielleicht schon am Rollator unterwegs oder läuft an Gehstöcken. Vielleicht im Alltag nicht mehr ganz so selbstständig, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren war. Kommt der Hüftbruch. Stressor, das Niveau sinkt logischerweise, wir verlieren dann Autonomie und Kraft und wir haben schon mehr Mühe, wieder aufs Ausgangsniveau zurückzukommen, oder? Jetzt kommen wir zur dritten Partei und die wird dann schon ein bisschen schwieriger. Da haben wir den gebrechlichen Patienten oder den gebrechlichen Einwohner der Schweiz. Ich brauche schon ein bisschen Unterstützung von den Angehörigen, brauche vielleicht auch schon ein bisschen Hilfsmittel im Alltag, kann nicht mehr alleine die Schuhe anziehen. Wir können davon ausgehen, er ist vielleicht schon gebrechlich. Sturz und Patient rückt ganz schnell in eine Abhängigkeit, weil das Problem ist, das Ausgangsniveau ist nicht mehr so hoch und er hat unglaubliche Mühe, wieder an das Ausgangsniveau zurückzukommen. Kann passieren, dass er in eine Abhängigkeit abrutscht. Das hängt wirklich ganz stark davon ab, wie vorerfahren die Person ist. Kommen wir zum Thema Muskelschwund. Ich hoffe, die Folie erschlägt nicht gerade am Anfang. Da verhält es sich ähnlich, Muskelschwund oder auch Sarkopenie genannt. Wir haben, das ist unsere Geburt hier vorne, da sind wir alle geboren. Und im besten Fall, so mit 30, 35, das ist jetzt so ungefähr mein Alter, ist man so am Peak. Ich merke jetzt schon langsam, die Klimmzüge gehen jetzt nicht mehr so gut. Ich schaffe auch keine 300 Liegestütze mehr. Es wird dann langsam auch ein bisschen schwierig. Aber dennoch versuche ich mich regelmäßig fit zu halten und versuche eigentlich, dass ich aufs hohe Alter eigentlich auch noch eine gewisse Muskelkraft erhalten bleibt, damit ich im Alltag auch möglichst mobil bleibe, oder? Wenn das nicht der Fall ist und ich mich nicht regelmäßig bewege, dann können wir von einem Muskelschwund oder von einer Sarkopenie ausgehen. Da unterscheidet man in zwei Kategorien in der Sarkopenie. Da haben wir die primäre Variante. Die primäre Variante kann vor allen Dingen aufgrund eines natürlichen Altersprozesses entstehen. Wir leben alle nicht ewig. Wir werden mit der Zeit schwächer und dann wird die Muskulatur auch weniger. Oder aufgrund einer Krankheit. Krankheit und Alterungsprozess können Ursachen sein für eine primäre Sarkopenie oder Muskelschwund. Sekundäre Sarkopenie oder Muskelschwund kann aufgrund eines Sturzes stattfinden. Das habe ich vorhin erklärt, Sie stürzen, Sie landen im Bett, Sie können sich wenig bewegen, Muskulatur baut ab. Das ist dann die Sarkopenie sekundär. Bei Muskulatur ist weniger. Ganz wichtig für Sie aber als Take-Home-Message ist, wir können gegen beide etwas tun, sowohl gegen die primäre als auch gegen die sekundäre. Bei der primären können wir natürlich schon noch versuchen, dass es nicht zu schnell absinkt, sondern wir möchten eigentlich, dass es ein möglichst gerader Verlauf ist. Wird aber schwierig, weil wir werden nun mal älter. Und bei der sekundären Sarkopenie möchten wir eigentlich vor allen Dingen das auch so erreichen, oder? Wir haben eine bestimmte Muskelkraft, die wird am Anfang, ist sie nicht mehr so gut, und dann sollte sie eigentlich wieder aufs Ausgangsniveau zurück.
Wichtig ist es vor allen Dingen, es braucht dafür Bewegung. Das ist eigentlich das A und das O. Da gibt es auch keine große Formel dazu, sondern Sie müssen sich so viel wie möglich und so intensiv, wie es notwendig ist, bewegen, dann hilft es. Aber nicht nur alleine das, sondern auch eine proteinreiche Ernährung ist hilfreich. Wenn Sie das nicht schaffen sollten oder wenn das schwierig wird im Alltag, dann kann die Gefahr natürlich bestehen, dass wir eine primäre oder sekundäre Sarkopenie erleiden. Dann fallen wir schnell mal in die Gebrechlichkeit. Das ist das Konzept vorne dran. Und dann kommt es zum Autonomieverlust. Wichtig ist es, hier kann man was machen. Ab dem Moment, wo man langsam nicht mehr so fit wird oder vielleicht ein bisschen älter wird, dann kann man versuchen, vor allem durch regelmäßige Bewegung und Krafttraining, dass es dort nicht so steil absinkt. Vielleicht noch ganz wichtig zu erläutern, beim Muskelschwund und bei der Sarkopenie reden wir eigentlich von einer Erkrankung. Das, wenn Sie bei Ihrem Hausarzt auf der Diagnoseliste schauen, dann wird vielleicht eine Sarkopenie könnte dort stehen. Das Frailty oder das Gebrechlichkeit, das ist keine Erkrankung, das ist ein Syndrom. Das ist ein Syndrom und das ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Das würde ich gerne kurz mit Ihnen machen, weil jetzt saßen wir doch schon alle relativ lange. Also ich nicht, ich stand jetzt und bin viel gelaufen, aber Sie saßen doch jetzt schon einige Minuten. Ein Teil von der Sarkopenietestung oder vom Gebrechlichkeitstestung ist das 5 times sit to stand. Das heißt 5-mal aufstehen und absitzen. Und das würde ich Sie gerne bitten, dass Sie das gerade mal machen. 5-mal aufstehen und absitzen, so schnell wie es geht. Die online dabei sind, dürfen das gerne mitmachen. Bitte nicht stürzen und nur 5-mal. Nicht mehr. Sehr gut. Jetzt kann ich Ihnen ganz... Da hinten hat es noch ein paar sehr motivierte. Die machen gerade 10-mal, ist auch gut. Jetzt kann ich Ihnen ganz kurz erklären, was der Cut-off sagt man in der Forschung. Was ist die Linie, wo es dann auffällig wird? Wenn Sie langsamer sind als 15 Sekunden für das 5-mal Aufstehen, dann würde ich als Therapeut noch mal ein bisschen genauer schauen, welche Muskulatur vielleicht abgeschwächt sein könnte. 15 Sekunden. Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, um niemanden bloßzustellen hier. Aber ungefähr 15 Sekunden. Das wäre so die Linie, oder? Das ist noch sportlich für diejenigen, die das jetzt mal gemacht haben. Wie das heutzutage immer so der Fall ist, brauchst du dafür oft öfter mal Studien, um zu beweisen, dass Bewegung gut ist. Da würde ich Ihnen jetzt kurz auch eine zeigen wollen. Die ist von 2019. Da hat man 370 Patienten untersucht, die in einem akutgeriatrischen Spital, also in der Altersmedizin waren. Die waren im Durchschnitt 87 Jahre alt. Sie waren randomisiert. Randomisiert bedeutet, dass die Patienten zufällig zugeteilt wurden in eine Interventionsgruppe, also in eine Gruppe, wo man was Neues probiert hat, und in eine Kontrollgruppe, wo man halt das Übliche gemacht hat. Im Durchschnitt waren die Patienten ungefähr 8 Tage hospitalisiert, also sie waren in einem Spital und hatten 5 Tage lang eine Intervention, also eine Übungsauswahl erhalten. Die Intervention war eigentlich 2-mal am Tag 20 Minuten Physiotherapie. Dort hat man ein moderates Kraft-, Gleichgewichts- und Gehtraining durchgeführt, 2-mal am Tag, 20 Minuten. Und in der Kontrollgruppe hat man eigentlich eine normale Physiotherapie gemacht. Da hat man den Therapeuten so ein bisschen weggelassen von der Hand und er durfte so ein bisschen Therapie machen, wie er das gut dünkt. Und das war vor allen Dingen nur 1-mal am Tag. Das hat man sich angeschaut. Man hat geguckt, ob durch das Training die Alltagsaktivitäten besser geworden sind, die allgemeine Mobilität, Kognition, Lebensqualität, Muskelkraft und die anderen Faktoren, die wir dir jetzt außen vor lassen wollen. Und Überraschung, Bewegung hilft tatsächlich, deswegen stehe ich auch hier. Wir haben festgestellt, dass vor allen Dingen in der Interventionsgruppe, und da möchte ich gerne, dass Sie sich nur das hier anschauen, haben wir festgestellt, dass die Interventionsgruppe deutlich besser war als die Kontrollgruppe, einfach weil sie 1-mal mehr Therapie am Tag hatten und ein gezieltes Training, ein Gleichgewichtskrafttraining. Es braucht aber ein gezieltes Training. Genau. Dann würde ich eine Folie weitergehen wollen.
Kommen wir nochmal zu unserem 85-jährigen Marathonläufer und zu unserer 60-jährigen Patientin im Rollstuhl. Alt zu sein bedeutet nicht, immobil zu sein. Ich hoffe, dass es für Sie in den ersten 15 Minuten gut rausgekommen ist, dass es auch sehr individuell sein kann, dass jeder ein bisschen anders darauf reagiert. In den nächsten Slides würde ich Ihnen gerne das Patientengut des Felix-Bertha-Spitals vorstellen wollen. Das Patientenklientel, was wir hier ungefähr beschreiben, ist ungefähr 84 Jahre alt im Durchschnitt, haben 3 bis 4 chronische Erkrankungen, dazu gehören Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hör- und Sehschwäche, als auch die Arthrose. Oft sind die Patienten mangelernährt, sie haben eine reduzierte Gehgeschwindigkeit und sie benötigen vor allen Dingen viel Unterstützung von den Angehörigen. Wir können also davon ausgehen, dass es die Patienten, die wir hier betreuen, gebrechlich sind. Was wir noch 2021 festgestellt haben in einer Studie, war, dass ungefähr 23% unserer Patienten einen Muskelschwund haben. Das finde ich noch relativ viel, das ist ungefähr jeder Vierte. Und da braucht es vor allen Dingen auch eine gezielte Physiotherapie, dass wir versuchen, den Muskelschwund aufzuhalten oder vor allen Dingen auch wieder zu reduzieren. Aber, und da würde ich gerne mit Ihnen 2 Beispiele anschauen, wichtig ist es, bloß weil man eine lange Diagnose hat oder viele Vorerkrankungen, heißt es noch lange nicht, dass man gerade gebrechlich ist. Ich wette, der 85-jährige Marathonläufer hat auch das ein oder andere Problem. Er hat halt einfach die Geschichten, mit denen man noch gut Marathon laufen kann. Schauen wir uns mal das Patientenbeispiel 1 an. Wir haben einen 84-jährigen Patienten, Oberschenkelbruch rechts vor 6 Wochen erlitten, hat eine Lungenentzündung gehabt vor einigen Tagen, hat eine leichte demenzielle Entwicklung, Vorhofflimmern vor 4 Jahren gehabt und eine Depression. Das sind mal relativ viele Diagnosen und die können auch mal erschlagen. Schauen wir uns den zweiten Patienten an. 84 Jahre alt, Oberschenkelbruch links vor 6 Wochen erhalten, eine demenzielle Entwicklung. Aber deutlich weniger Diagnosen als Patient 1. So, welcher von den Patienten ist jetzt gebrechlich? Auf den ersten Blick würde ja mal denken, wahrscheinlich der. Er hat viel mehr Diagnosen, doppelt so viele. Das Vorhofflimmern, die Depression, dann die Lungenentzündung, Oberschenkelbruch haben sie beide, einfach ein anderes Bein. Ja, ist aber nicht so. Schauen wir uns den Patienten 1 an. Der ist 400 Meter an Unterarmgestöcken unterwegs, schafft den 5-Time-Sit-to-Stand in 12 Sekunden. Das ist das, was Sie gerade gemacht haben, in 12 Sekunden. Handkraft sind ungefähr 60 Kilopascal, das heißt, er drückt schon ordentlich zu. Wenn Sie mal jemanden mit 60 Kilopascal die Hand drücken, das kann dann schon weh machen. Eine Gehgeschwindigkeit von 1,4 Meter pro Sekunde. Die Ampelschaltungen hier in Basel, die sind ein bisschen langsamer. Da sagt man so ungefähr zwischen 0,8 und 1,2 Meter pro Sekunde muss man laufen, damit man über die Grünphase kommt. Ungefähr. 1,4 ist ein bisschen flotter als die Ampelschaltung in Basel. Und er wird gut ernährt und ist sehr vital. Das ist so jemand, der kommt ins Zimmer rein, hat sich das Bein gebrochen und sagt, ach, wissen Sie, Herr Toss, das mache ich heute allein. Jetzt schauen wir uns den zweiten Patienten an. Also er ist schon mal nicht gebrechlich. Ja. Zweiter Patient, Gehstrecke 10 Meter mit Rollator. 5-Time-Sit-to-Stand in 25 Sekunden, braucht doch relativ lange. Handkraft sind nur 20 Kilopascal. Schafft die Grünphase in der Basler Ampel wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ist ein bisschen langsamer und wirkt doch eher schwach und wenig vital. Das sind jetzt fiktive Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, aber dennoch spiegelt das durchaus den klinischen Alltag wider. Was ich Ihnen damit einfach zeigen möchte, ist, bloß wenn man viele Diagnosen und viele Geschichten hat, die einen beschäftigen, heißt das noch lange nicht, dass sie hinter dran sich regelmäßig zu bewegen. Das kann dennoch helfen. Ganz wichtig, und das ist auch in der Therapie von großem Fokus bei uns, wir versuchen immer zielorientiert zu arbeiten. Das heißt, wenn ich als Therapeut zu Ihnen komme und ich sage, was wir jetzt machen, dann ist das oft wenig hilfreich, sondern ich frage als erstes, was möchten Sie denn machen und was möchten Sie erreichen? Weil mein Ziel ist wahrscheinlich ein ganz anderes mit Ihnen als das, was Sie im Kopf haben. Bei dem ersten Patienten, der wollte unbedingt wieder Gassi gehen mit seinem Hund, das hat er auch geschafft. Bei dem zweiten Patienten, der wollte im Garten Unkraut jäten, das hat leider nicht funktioniert. Das war dann eher schwierig.
Wenn wir dann schon über die Ziele reden, würde ich Ihnen gerade auch gerade ein paar Ziele nennen, die wir hier vor allen Dingen im klinischen Alltag immer mal wieder erleben und wo Sie vielleicht selber überlegen können, was wären denn so Ihre Ziele? Was würden Sie denn noch erreichen, wenn Sie zum Beispiel in die Therapie kommen, oder? Und dann haben wir ein Ziel, ich möchte nicht immer die Pflege rufen, wenn ich in den Rollstuhl möchte. Gerne möchte ich wieder draußen im Garten spazieren. Mein Partner schafft es allein, mich aus dem Bett zu holen. Ich kann alleine auf das WC gehen. Das ist ein Grundbedürfnis, aber ein sehr, sehr wichtiges Ziel für viele Menschen. Ich möchte mit meinem Hund wieder Gassi gehen können. Das wäre auch für viele ein sehr wichtiges Ziel. Also alle Ziele sind wichtig, ist natürlich sehr individuell. Wie können wir die Ziele vor allen Dingen erreichen? Und ich habe jetzt auch viel über die Physiotherapie geredet, dass man vor allen Dingen auch wichtig ist, sich zu bewegen und auch regelmäßig zu bewegen. Wichtig ist es aber immer vor allen Dingen in der Altersmedizin, versucht man interprofessionell zu arbeiten. Was heißt interprofessionell? Wir möchten eigentlich alle Berufsgruppen abholen von den Therapien, rede ich jetzt mal. Und da haben wir vor allen Dingen die Physiotherapie, die Ergotherapie, Logopädie, medizinische Massage und Ernährungstherapie. Vor allen Dingen Ernährung, Schlagpunkt Muskelschwund, was wir vorhin hatten mit der Mangelernährung, oder? Wichtig ist es immer Behandlung nach aktuellen wissenschaftlichen Standards. Das ist vor allen Dingen das Credo, was wir uns hier gegeben haben, weil wir in engen Zusammenarbeit auch mit dem Unispital Basel sind. Und das ist vor allen Dingen auch unser Standard, den wir gerne einhalten möchten. Wir arbeiten ambulant, stationär und in der Tagesklinik. Was machen wir mit den Leuten? Dann haben wir vor allen Dingen die Gruppentherapie. Das ist so der Renner. Viele Leute gehen gerne in die Gruppentherapie, können sich vor allen Dingen gut austauschen miteinander. Das hilft oft auch in sozialen Kontakten. Vor allen Dingen das Krafttraining an Geräten. Wir haben die medizinische Massage, Ernährungstherapie oder die Ernährungsberater, wo es vor allen Dingen darum geht, was für Ernährungsdefizite kann ich eigentlich noch ausgleichen, damit ich vielleicht auch wirklich Muskulatur aufbaue. Das typische Krafttraining, auch wenn nicht jeder Patient so aussieht wie hier bei uns. Genau. Aber natürlich geht auch der ganze Technologieboom nicht an uns vorbei. Wir müssen dort irgendwo auch mithalten und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es ein fester Bestandteil der Therapie sein muss. Das sind vor allen Dingen die Gangroboter. Da haben wir hier zum Beispiel den Lightgate. Das ist ein System, damit kann man das Körpergewicht abnehmen von dem Patienten, wenn er momentan schwer auf den Beinen ist. Und dann fühlt man sich wie von Zauberhand plötzlich 30 Kilo leichter und kann eigentlich deutlich besser laufen. Schön wäre es, wenn es im Alltag immer so wäre. Und dann haben wir vor allen Dingen noch den Andago. Das ist ein bisschen eine technologisiertere Variante, macht vom Prinzip her eigentlich ähnliches, ein Körpergewicht ab und ich kann den Patienten ganz cool eigentlich mit einer Fernsteuerung durch die Gegend fahren. Und der muss dabei aber selber laufen, das ist schon so. Aber einfach, dass Sie auch wissen, das ist momentan so der Trend, Gangrobotik, das erleichtert vor allen Dingen uns Therapeuten die Arbeit und für viele Patienten ist es auch ein unglaublicher Spaß. Die finden das total cool, wenn das Teil kommt. Und zum Teil möchten sie da auch gar nicht mehr raus. Kommen wir nochmal zur Therapie. Wie hält man sich robust, mobil und nicht gebrechlich? Ich glaube, jeder von uns ist froh, wenn es vielleicht irgendwann mal eine Tablette gibt, mit der ich Übergewicht aufhalten kann, in dem die Arthrose weggezaubert ist, die Demenz weg ist und ich vielleicht gerade noch irgendwie 30 IQ-Punkte schlauer bin. Die Tablette existiert leider noch nicht, da muss ich Sie enttäuschen. Ich weiß nicht, was die Roche momentan dort so an Forschung betreibt. Und es ist auch leider momentan immer noch der Wunsch, dass viele Leute gerne die Operation oder die Medikamente vorziehen. Aber es tut mir wirklich leid, Sie enttäuschen zu müssen. Das funktioniert nicht immer, sondern oft braucht es leider auch eine Lebensstiländerung. Und das heißt vor allen Dingen auch eine proteinreiche Ernährung und eine regelmäßige Bewegung. Vor allen Dingen vielleicht auch nach den Empfehlungen vom Bundesamt für die Gesundheit. Ich hoffe, damit habe ich Sie nicht enttäuscht. Was sind das vor allen Dingen für Herausforderungen, die wir uns hier stellen müssen und mit denen man sich mit Sicherheit auch draußen stellen muss? Das ist immer das typische Thema Motivation zum Training. Das ist im Januar boom immer die ganzen Trainingscenter, weil alle Leute total motiviert sind, im Neujahr wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Mit der Zeit flacht das immer ein bisschen ab. Wichtig ist es, dass die Motivation eigentlich immer aufrecht erhalten sein sollte. Wie macht man das?
Ich kann Ihnen nur den Ratschlag geben, setzen Sie sich Ziele. Versuchen Sie, realistische, individuelle Ziele für sich zu setzen. Es wird ganz schwierig, wenn Sie sich ein Ziel setzen, was absolut jenseits fern von jeglicher Realität ist. Dann wird es wirklich ganz schwierig. Und ich finde es ganz wichtig, und das sage ich auch zu meinen Patienten immer, der Patient soll verstehen, für was er es tut. Wenn Sie sich jetzt bewegen oder ein Therapeut oder Arzt zu Ihnen ans Bett kommt oder Ähnliches, dann sollte er Ihnen eigentlich auch immer erklären, warum er jetzt gerade da ist und was er mit Ihnen machen möchte und was ist das Ziel von der ganzen Behandlung. Und das ist essentiell. Und da dürfen Sie gerne auch mitbestimmen. Wichtig ist es immer, dass Sie in den Dialog gehen mit den Ärzten und Therapeuten, auch in einer ambulanten Setting, aber auch wenn Sie zum Fitnesstrainer rausgehen. Was möchten Sie eigentlich erreichen? Und das ist wichtig. Formulieren Sie für sich selber ein Ziel, realistisch. Wichtig ist es vor allen Dingen immer Mobilität und Vorhandensein angepasster Einrichtungen. Also es ist wichtig immer, machen Sie etwas, was Ihnen vielleicht auch ein bisschen Spaß macht, was Sie cool finden, was vor allen Dingen für Sie auch altersentsprechend ist. Ich glaube, jetzt die nächste Marathongruppe wäre wahrscheinlich ungeeignet. Ich kenne ihre Vorgeschichte nicht. Vielleicht hilft da auch das Café Balance in der Basisstadt, ist vielleicht eine geeignetere Gruppe. Und ganz wichtig, und mit dem sind wir sehr häufig mittlerweile auch im klinischen Alter konfrontiert, ist das Wissensdefizit. In Zeiten von Google und ChatGPT, also die künstliche Intelligenz, die seit einigen Monaten groß um sich schlägt, kann es auch oft sein, dass Wissensdefizite entstehen. Ein großes Wissensdefizit, was wir oft auch immer merken, ist, ich muss liegen, um mich zu erholen. Und das stimmt leider nur bedingt. Vor allen Dingen in der Altersmedizin sind wir eigentlich bedacht, dass wir die Patienten regelmäßig mobilisieren können. Und aber auch bevor sie ins Spital kommen, macht es eigentlich Sinn, dass sie sich regelmäßig bewegen. Auch wenn es manchmal nicht immer ganz so einfach ist und man seinen Schweinehund ein bisschen überwinden muss. Aber viel liegen heißt nicht gerade gut. Wie wollen wir die Herausforderung überwinden? Was machen wir momentan hier vor allen Dingen bei uns? Wir schaffen es sehr interprofessionell. Wir arbeiten sehr viel mit den Ärzten, Ergotherapeuten, mit der Pflege zusammen. Es ist ganz wichtig, vor allen Dingen mit den Angehörigen zu arbeiten. Die Angehörigen sind die Pfeiler. Ohne Angehörige kann es schwierig werden. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber ich glaube, Angehörige sind eine gute Stütze, wenn es einem nicht gut geht. Wir versuchen dann immer natürlich durch zum Beispiel die Robotik oder andere Therapiemöglichkeiten die Motivation zu steigern, dass wir vor allem den Patienten fragen, ja, was macht denn Ihnen eigentlich Spaß? Oder auch dem Patienten oder der Person, die zu uns kommt und trainieren möchte, was möchten Sie machen? Wie können wir Ihre Motivation steigern? Was macht Ihnen Spaß? Und ich glaube, wenn Sie Spaß haben, dann ist schon die halbe Miete gewonnen. Und wichtig ist es vor allen Dingen, die Interessen zu fördern. Dann wären wir eigentlich schon beim Abschluss meiner Präsentation. Dadurch, dass Sie jetzt schon wieder 10 Minuten saßen und sich nicht bewegen konnten, müssen wir natürlich noch mal eine kleine Übung machen. Für diejenigen, die jetzt in der vordersten Reihe sind, wird es vielleicht schwierig, aber für die, die da hinten dran sitzen, Sie dürfen gerne aufstehen, dann dürfen Sie 10-mal auf die Zehenspitzen hoch und runter kommen. Aber bitte nicht umfallen wieder, gell? Da ist noch keiner gestürzt. Sie müssen auch nur 10 machen. Das ist auch okay für diejenigen, die sehr motiviert sind. Sie dürfen auch gerne mehr machen. 20 ist auch immer gut. Und wenn Sie dann fertig sind, dürfen Sie gerne wieder absitzen. Und jetzt haben wir schon 2 Übungen gemacht innerhalb von 30 Minuten und ich denke, das Bundesamt für Gesundheit wäre schon zufrieden mit uns. Noch nicht ganz, es braucht noch ein bisschen intensive Belastung, aber zumindest haben wir mal 2 Übungen gemacht. Dann wäre von meiner Seite wär's das gewesen. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, ich bin jetzt definitiv noch bis um 6 hier.